Liebe Geschwister, Allah Ta'ala hat uns ein Geschenk bereitet. Der letzte Abschnitt der Surat Al-Furqan, des koranischen Kapitels, was den Namen Furqan trägt. Und wir haben letzte Woche die Ayah zitiert, dass derjenige, der aus Liebe, Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber hat, ja, Allah Ta'ala wird ihm Furqan schenken, wird ihm Entscheidungskraft schenken. Und eine gesamte Sure, ein ganzes koranisches Kapitel, trägt diesen Namen Al-Furqan. Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind kaum vollständige Freitagspredigten oder Predigten, die längerer Natur waren, erhalten, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr viel Koran vorgetragen hat. So öffnen wir jetzt unsere Herzen, indem wir auch unsere Ohren schärfen, ja, und alle Ablenkungen aus unserer Gedankenwelt beiseite schieben. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورة الفرقان, geehrte Geschwister, ist der Reihenfolge des Mushafs nach die 25. Sure. Sura, und dieser Abschnitt beginnt ab der Aya Nummer 63. Aya im arabischen Zeichen ist das korrekte Wort, weil Vers, ja, gibt die Assoziation, dass es sich hier um Dichtung handelt und Allah Ta'ala ist kein Dichter und der Koran ist kein Buch der Dichtung. Auch wenn das Herz ergriffen wird und auch wenn der Verstand durch es herausgefordert wird, so wollen wir auf die korrekte Terminologie achten. Liebe Geschwister, eine Passage zum Zuhause nachlesen, nachdenken, vorm Schlafen gehen,
nach dem Aufstehen, ja, zur Mittagserholung, ja, zur Mittagserholung, 25 ab der Aja 63. Wenn ihr nur das mitgenommen habt und das als Hausaufgabe begreift, dann ist bereits der Zweck der Khutbah vollständig erfüllt, Alhamdulillah. Wa'ibadur Rahman, die Diener des Al-Erbarmers. Al-Rahman ist laut zwei Argumenten der wohl bedeutendste Name nach Allah. Deswegen, weil Allah Ta'ala im Koran sinngemäß sagt, ob ihr nun Allah oder Ar-Rahman ruft, so ist das das Gleiche. Das heißt, der Name Ar-Rahman wurde ja quasi als Synonym von Allah selbst eingeführt. Und wir wissen, dass Ar-Rahman der erste Name ist, ja, der erwähnt wird in der Basmala. Ja, wenn wir Bismillahirrahmanirrahim sagen, ja, so mit dem Namen Allahs, und dann der erste Name, der erwähnt wird, ist Ar-Rahman. Und die Rahma, die Allah Ta'ala ausdrückt in seinem Namen Ar-Rahman, ist umfassender als die Rahma, die Allah Ta'ala ausdrückt in seinem Namen Ar-Rahim, weil diese Form der Barmherzigkeit ist den Muslimun und Mu'minun einzig und allein am Tage des Gerichts vorbehalten. Und Ar-Rahma erstreckt sich über die, im Sinne von der Rahma, die von Ar-Rahman ausgeht, sie erstreckt sich auf die gesamte Schöpfung zu allen Zeiten. Und die erste Beschreibung, diejenigen, die auf Erden in Bescheidenheit gehen. Das heißt, wie Ibn Kathir erwähnte, weder laufen sie arrogant, ja, so machthaberisch herum, und auf der anderen Seite vermeiden sie auch das andere Extrem, dass man ja geschwächt, in eine geschwächte Position hineingeht, als ob man krank wäre. Ja? Das hat auch Omar abgelehnt als Interpretation dieser Aya, als er auf kräftige Jugendliche zugekommen sind, die diese Aya falsch verstanden hatten und meinten, sie würden so diese Aya beherzigen, wenn sie gekrümmt durchs Leben laufen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hatte auch einen schnellen, kräftigen Gang. Aber wie gesagt, gleichzeitig verkörperte er in seinem Gang die Bescheidenheit und wies damit jede Assoziation, die mit Arroganz oder Machtgehabe einhergehen würde, zurück. Und subhanallah, diese Art zu laufen, in Würde zu laufen, sie erstreckt sich sogar auf unseren fünfmaligen Anker pro Tag. Und das hat mir Ismail Köse sehr eindrücklich vermittelt. Ich kenne auch unseren Bruder Ismail, der damals auch hier Khutbah gehalten hat und danach in Mekka Hajj und Umrah organisierte und jetzt in der Türkei ist. Ja, ihr kennt unseren guten Bruder Ismail. Wir waren eines Tages hier bei der Haltestelle Frankfurt Messe und wollten irgendwo hinfahren. Und die Bahn, sie fuhr gerade ein. Ja, und dann war ich schon in meinem, oh, wir müssen noch die Bahn erwischen, Modus. Und er ganz cool sagte, mir ist nicht aufgetragen worden, zum Gebet zu rennen. Warum soll ich also anderem hinterherrennen? Mashallah. Ja, dieser Qiyas, dieses mit dem Koran verbunden sein. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn zum Gebet gerufen wird, ja, soll man sich nicht eilig hinbegeben, sondern, ja, alaikum as-sakina. Ja, also kommt mit innerer Ruhe, lauft mit innerer Ruhe. Ja, und manchmal passiert das, wenn wir bereits beten, jemand kommt rein und man hört die Jacken und, ja, rumgerenne, und es stört auch die Gemeinde, ja, abgesehen davon, dass die Person selbst sich, ja, aus einem Zustand der inneren Ruhe herausbegibt, und dann, wenn sie sich im Gebet befindet, muss sie sich ja erstmal wieder beruhigen, ja, und fassen. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir noch nicht mal zum Gebet rennen sollen, im Sinne von uns beeilen mögen, in Hast sein, sondern mit innerer Ruhe, warum lassen wir diese innere Ruhe, liebe Geschwister, wegen einer Bahn oder wegen einem Bus verloren gehen? Ja. Natürlich kommt euch jetzt der Gedanke, ja, aber was ist, wenn ich zu spät komme? Und das ist gut, dass dieser Gedanke kommt, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dass er da ist. Ja? Aber dann muss man diesen Gedanken konsequent im Lichte dieser Aya fortführen und sagen, dass jeder Manager gelernt hat in seinen Zeit- und Selbstmanagementkursen, nämlich, bau dir Pufferzeiten ein.
Das heißt, wenn dein Weg eine halbe Stunde beträgt, dann verlässt du dein Haus 40 oder 45 Minuten vorher. Und dann kannst du immer noch dir irgendwo einen Kaffee holen gehen oder einem alten Bekannten über den Weg laufen und kurz Nachrichten austauschen oder auf Toilette müssen, ja, oder mal eine Bahnverspätung verkraften. Und so ist man dann ab dem Moment, wo man das Haus betreten verlassen hat, auch in einem Zustand der Entspannung, wenn man weiß, ja, ein, zwei X-Faktoren können mir jetzt begegnen und ich bin immer noch pünktlich. Aber was ist, wenn man mathematisch die genaue Zeit ausgerechnet hat, aber man weiß, das Leben bringt X-Faktoren mit sich. Ja, subhanallah. Dann ist man schon in einer gestressten Haltung, weil man erwartet ja irgendetwas. Und meistens kommt irgendetwas dazwischen. Und selbst wenn man den Termin dann pünktlich nimmt, sagt man, oh, gerade noch so geschafft. Ja, aber wir sollen nicht geschafft sein, sondern wir sollen mit innerer Ruhe durchs Leben gehen. Und wenn sie die Unwissenden ansprechen, sagen sie Salam. Ja, die Unwissenden, diejenigen, Allah Ta'ala hätte es auch sprachlich deutlicher werden lassen oder ein anderes Wort verwenden können, wenn diejenigen, die kein Benehmen haben, ja, sie provozieren, sagen sie Frieden. Ja, sie ziehen sich aus der Affäre auf eine friedliche Art und Weise. Aber dadurch, dass der Unerzogene, der Unverschämte hier beim Wort Jahil, ja, also in der Mehrzahl Jahilun, genannt wird, wird die Ursache seines Fehlverhaltens benannt. Bring ihm bei, sei ihm ein Lehrer in der Praxis. Und das kannst du nur, wenn du nicht auf sein Niveau dich herunterbegibst. Sondern sei friedlich, vermittle Frieden. Geh nicht auf seine Provokation ein, weil ansonsten spielst du in seiner Liga, in dieser niedrigeren Liga. Aber was er braucht, ist Wissen. Verkörpertes, ausgelebtes Wissen. Ibn Kathir sagte, dass wenn die Jahilun sie beleidigen und schlechte Worte verwenden, dann antworten sie nicht auf selbe Art und Weise, aber sie vergeben und übersehen. Ja? Vergeben, das bedeutet, man hat das wahrgenommen. Das ist irgendwie ins Herz vorgedrungen. Ja, man hat Hitze aufgenommen, aber man sagt, ach, ich vergib ihm. Aber übersehen bedeutet, ach, ja, ich will es noch nicht mal irgendwo hier reinlassen, weder in meinen Kopf noch in mein Herz. Ich will das nicht in die Rechnung mit aufnehmen. Selbst wenn ich später durchstreichen sollte durch Vergebung, ich will es auch nicht mal in der Rechnung mit dabei haben. Und er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je unwissender eine Person gewesen ist, umso unwissender eine Person ihm gegenüber gewesen ist, je barmherziger, je geduldiger war er gewesen. Ja. Also umso unverschämter, unwissender Menschen einen ansprechen, umso mehr Geduld braucht man im Umgang mit diesen. Und subhanallah, in dieser Haltung, dass man diesen Grundfrieden, diese innere Ruhe bewahren möchte, und die geht meistens verloren oder sie droht verloren zu gehen, wenn einen eben unverschämte Menschen provozieren wollen. Aber man möchte diesen Frieden, diese innere Ruhe beibehalten. Und darin liegt, liebe Geschwister, mehr als nur eine Weisheit. Weil viele von diesen Menschen, sie wollen Aufmerksamkeit. Manchmal fragen mich ein oder zwei Geschwister, warum reagierst du nicht darauf und den und der hat auf Facebook dies und die hat dort das und das. Ja? Manche Menschen, wenn man ihnen Aufmerksamkeit gibt, dann werden sie erst größer. Aber man soll sie durch Ignorieren quasi klein halten. Man soll ihnen nicht das geben, was sie von einem wünschen. Man soll sie ignorieren. Ansonsten haben sie das bekommen, was sie von einem wollten. Und man hatte sie mit der eigenen Aufmerksamkeit, die man ihnen gegeben hat, beschenkt. Und die eigene Konzentration, man hat auch andere Dinge zu tun im Leben, oder? Ja. Anstatt immer auf Provokationen anderer zu reagieren. Wir fangen doch unseren Tag mit einer Aufgabenliste an, oder nicht? Wir haben doch einen Wochenplaner, wir alle haben schon den Jahresplaner 2019, haben wir doch, oder? Nochmal, weil wir planen unsere Zeit. Ja, Alhamdulillah. Davon gehe ich aus. Das ist der Grundzustand. Ja? Nicht erst warten, bis die Kalender reduziert sind im
April 2019. Ja, dann hast du 3 Monate ungeplant verbracht. Ja, wir haben unsere Aufgaben zu tun und diejenigen, die provozieren wollen und aufmerksamkeitsdurstig sind, ja, wir wollen ihnen ihren Durst nicht stillen. Und im Tafsir von den beiden Jalalain steht geschrieben, dass man sich selbst dadurch schützt, durch diese Grundhaltung, selbst Schlechtes zu begehen. Ja, dass man sich aus der Affäre zieht, auf eine friedliche Art und Weise, dass man sich nicht verwickeln lässt, ja, das schützt einen selber davor, dass man Schlechtes tut oder Schlechtes sagt. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Und diejenigen, die die Nacht damit verbringen, sich niederzuwerfen und im Gebet zu stehen. Subhanallah, eine wundervolle Aya. Das ist 51,17 für diejenigen, die sich das merken wollen. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Diejenigen werden beschrieben, dass sie nur wenig in der Nacht geschlafen haben, ja, weil sie sich mit Allah Ta'ala befassten, sich selbst reflektierten, den Charakter formten, beteten, um Vergebung gebeten haben, ja, den Koran studierten, etc. Sie schliefen also nachts nur wenig. Und was taten sie, nachdem sie wenig geschlafen haben? Ja, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Die Zeit vor der Morgendämmerung, sie verbrachten sie damit, um Vergebung zu bitten. Nicht für eine Nacht, die sie in der Disco verbracht haben, sondern für eine Nacht, die sie im Gebet verbracht haben. Und das ist die höhere Stufe, liebe Geschwister, der Vergebungsbitte, dass man nach einer guten Tat, weil man vielleicht die eine oder andere falsche Absicht im Herzen hat aufkeimen spüren, oder man hätte vielleicht auch mehr tun können, ja, bittet man Allah Ta'ala um Vergebung. Das ist die Vergebung, liebe Geschwister, die Vergebungsbitte der Nahegebrachten. Ja, und Allah Ta'ala möge uns alle auf diese Stufe erhöhen. Und Subhanallah, im Winter, liebe Geschwister, wir sind beschenkt. Ja, wir haben diese kurze Taktung, ja, um ca. 12:30 das Mittagsgebet und dann 2:30 das Nachmittagsgebet und dann 16:30 das Abendgebet und dann 18:30 das Nachtgebet. Ja, und es ist nicht easy. Manchmal müssen wir darauf zurückgreifen, mittags und nachmittags zusammengefasst zu beten. Etwas, was die Gelehrten erklärt haben, um eine nicht ausgesuchte Erschwernis abzuwenden, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Bukhari unter anderem verifizierte, es selbst vorgemacht hat in Medina, ohne auf der Reise zu sein, ohne krank zu sein, ohne dass es Witterungsverhältnisse gab, die ungünstig waren, also ohne schweren Regen und ohne im Kriegszustand gewesen zu sein, hat er Gebete zusammengefasst. Und Ibn Abbas hat erklärt, um die Erschwernis von der Umma hinfortzunehmen. Ja? Aber der Vorteil im Winter ist, dass wir diese Nachtgebete sehr leicht durchführen können. Wer sich an die astronomische, also wer sich an die Nacht in der naturwissenschaftlichen Definition halten möchte, der hat bis 5.44 Uhr beispielsweise heute Zeit. Ja? Der steht auf um 20 nach 5, wird wach, wäscht sich und dann hat er immer noch, Alhamdulillah, eine schöne Zeitspanne, um in der Nacht zu beten und im Anschluss direkt das Morgengebet zu beten. Ja, und es war dann wohl mit dem Ende der astronomischen Dämmerung, das ist dann um 6.19 Uhr, ja, und verschiedene Kalender sind im Umlauf, die dann den Beginn des Fajr-Gebets auf mit der astronomischen Dämmerung verknüpfen, man kann um 6 Uhr aufstehen, subhanallah. Vielleicht stehen wir sowieso schon um 6 Uhr auf. Und anstatt dann zu warten, bis Fajr beginnt, können wir eine Qualitätszeitspanne im Nachtgebet, subhanallah, verbringen, obwohl für uns praktisch gesehen, wir uns im Morgen befinden. Ja, das ist eine große Erleichterung von Allah Ta'ala. Dann, subhanallah, ist die Bitte im Koran festgehalten, dass man von der Strafe des Höllenfeuers verschont bleiben möge. Und im Anschluss sagt Allah Ta'ala,
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, ja, wenn sie Geld ausgeben, weder verschwenderisch sind noch geizig, sondern ein ausgewogenes Verhältnis haben, auf ausgewogene Art und Weise ausgeben. Ja, wir sind nicht dazu anbefohlen worden, uns wurde nicht anbefohlen, dass wir alles geben, was wir haben und dann am Ende selber der Hilfe bedürftig sind, sondern diesen gesegneten Mittelweg gehen. Und dazu ein Hadith, der vielleicht viele von uns erinnert, manche vielleicht sogar wachrüttelt. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Muslim verifizierte, Dinar anfaqtahu fi sabilillahi wa dinar anfaqtahu fi raqaba wa dinar an tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran lil ajran alladhi anfaqtahu ala. Ich vervollständige gleich, nachdem ich übersetzt habe, sinngemäß. Er sagte, den Dinar, den du ausgibst auf dem Wege Allahs, und den Dinar, den du ausgibst, um einen Kriegsgefangenen zu befreien, und den Dinar, den du ausgibst, um eine arme Person zu versorgen, und den Dinar, den du für deine eigene Familie ausgibst. Der größte oder die größte Belohnung geht einher mit dem Dinar, den du verwendest. Wofür? Er sagte, anfaqtahu ala ahlik. Das, was du für deine Familie ausgegeben hast, erhält den größten Lohn. Ja. Auch wenn hier ist eine Vierteilung erwähnt. Ja, du unterstützt Allahs Sache, ja, und du befreist Kriegsgefangene. Du trägst soziale Verantwortung für arme Menschen. Ja, aber du gibst auch Geld für deine Familie aus. Und der Prophet, subhanallah, wohl wissend, dass es einige Menschen gibt, und ich bin ihnen begegnet. Nur damals habe ich diesen Hadith nicht gekannt. Ja, die verstanden hatten, dass man sogar seine Familie opfern muss, um Allah Ta'ala näher zu kommen. Das ist natürlich ein Missverständnis gewesen von nicht belesenen, nicht gelehrten, einschlägig gelehrten, guten Geschwistern. Deswegen verbreiten sich manche Missverständnisse auch schneller, gerade wenn sie von engagierten Geschwistern ausgehen. Aber dieser Hadith möge uns dort auch aufrütteln. Allah Ta'ala spricht über den Tawhid. Ja, wir dürfen ihm nichts und niemanden zur Seite stellen, und wir müssen ihn so anerkennen, wie seine Propheten ihn beschrieben haben. Und er wiederholt im Koran das Tötungsverbot und wiederholt im Koran das Zina-Verbot. Und beide bekommen dadurch, dass sie jetzt als große Sünden einzig aufgeführt werden, neben dem Schirk, neben dem Kufr, natürlich auch eine gewichtetere Bedeutung. Und dann diese Ayah, und Allah Ta'ala, unser Erzieher, ja, unser Rabb, ja, und Tarbiya, ja, die Erziehung im Arabischen, hat dieselbe Wortwurzel wie die Wurzel des Namens Allahs, Rabb. Ja, Allah erzieht uns, ja, im übertragenen Sinne, ja, erzieht er uns. Und er droht, ja, für diejenigen, die morden wollen, und diejenigen, die Zina, Unzucht begehen wollen oder dies zur Gewohnheit haben. Ja, manche Menschen haben sogar Mord zur Gewohnheit, üben das als Beruf aus, oder, ja, subhanallah. Er droht ihnen mit dem Höllenfeuer. Ja. Und subhanallah, danach eine Ayah, wir werden uns etwas länger mit ihr beschäftigen. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafura rahima. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Außer demjenigen, der bereut, er bereut, das heißt, er stoppt mit der Sünde, ja, er empfindet Scham, dass er es getan hat, und er plant, sie nicht wieder zu tun. In Bezug auf die Gegenwart, er stoppt. In Bezug auf die Vergangenheit empfindet er Scham, ja, und in Bezug auf die Zukunft hat er sich vorgenommen, das nicht mehr zu begehen. Der bereut
der Iman hat und der Gutes getan hat. Denen wird Allah Ta'ala ihre schlechten Taten durch gute Taten austauschen. Subhanallah. Interessant ist hier die Reihenfolge. Quasi logisch wäre zu sagen, wer Iman hat, darauf aufbauend bereut und darauf aufbauend Gutes tut. Aber der Iman ist hier in die Mitte gerückt worden. Ja, diejenigen, die bereuen, dann Iman haben und dann Gutes tun. Ibn al-Qayyim hat gesagt, dieser Iman ist ein spezieller Iman, der hier erwähnt wird, nämlich der Iman, dass Allah Ta'ala einen stets sah und hörte, als man sündigte. Ja, das ist Imam Ibn al-Qayyims Interpretation dieser Ayah. Was wird Allah Ta'ala tun? Er wird ihnen ihre gute Taten, er wird ihnen durch ihre schlechten Taten, wird er durch gute auslöschen. Das heißt, ein Kontostand, der sich im Minus befunden hat, durch diese drei Voraussetzungen werden ins Plus umgewandelt. Und der Prophet beschrieb jemanden, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Muslim verifizierte, der am Tag des Gerichts erstmal wohl das Gefühl hat, zerstört zu werden. Weil Allah Ta'ala ihm seine kleinen Sünden vorhält und fragt, oder es wird gefragt, hast du an dem Tag dieses und jenes getan? Und so weiter und so weiter. An dem Tag dieses und jenes getan, an dem Tag dieses und jenes getan, an dem Tag dieses und jenes getan. Und hier geht es um die kleinen Sünden. Stellt euch vor, euer Lehrer fängt damit an zu sagen, du hast die Hausarbeit mit geknickten Blättern umgegeben und deine Schrift war nicht schön gewesen und dort ist dir Tinte ausgelaufen und hier hast du die Zeile nicht richtig eingehalten. Ja, und ich denke, oh, wenn er jetzt schon mit diesen Dingen anfängt, wie erst, wenn es um die größeren Dinge geht? Aber der Diener, subhanallah, er gibt jede dieser Sünden zu und er sagt, ja, so war es gewesen, ja, so war es gewesen, ja, so war es gewesen. Er hat diese demütige Haltung. Und dann kommt Allah Ta'alas Vergebung und es wird ihm gesagt werden, für jede dieser Taten bekommst du eine gute Tat gutgeschrieben und die schlechte wird dir vergeben. Subhanallah, wisst ihr, was diese Person sagt? Ich werde es euch vortragen. Ja Rabbi, amiltu ashya'a la araha hahuna. O Allah, ich habe noch andere Sachen gemacht, die sehe ich hier gerade nicht. Ja, also er hat die anderen Sünden im Sinn, die ihm nicht unterbreitet wurden, ja, die größeren. Ja, weil er hofft, ja, dass er dadurch dann auch gute Taten bekommt, subhanallah. Seine große Belohnung, oder? Aber es ist schwer. Es ist schwer, mit Sünden aufzuhören. Es ist schwer, diese zu bereuen. Wir haben oft noch so diesen Stolz in uns drin, so, ja, damals, da habe ich dies und das gemacht. Und dann ja, will man schon anfangen zu erzählen, will man schon anfangen zu prahlen. Ja? Oder man selbst muss sein Lächeln irgendwie unterdrücken. Reue, da schämt man sich. Wenn man sich schämt, dann will man nicht drüber sprechen. Man will noch nicht mal selber drüber nachdenken. Aber wenn die Belohnung so groß ist, dann sollten wir uns selbst gegenüber eingestehen, ja, dass was wir taten, dreckig gewesen ist und dass wir dafür dankbar sind, dass Allah Ta'ala uns recht geleitet hat und dass wir uns vornehmen, nicht wieder zum selben zurückzukehren. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Und diejenigen, die das Lügnerische nicht bezeugen, und wenn sie beim sinnlosen Treiben vorbeigehen, gehen sie in Würde vorbei. Wenn sie beim sinnlosen Treiben vorbeigehen, gehen sie in Würde vorbei. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich warne euch, dass ihr Falsches aussagt. Ich warne euch, dass ihr Falsches aussagt. Und ich warne euch, dass ihr Falsches bezeugt. Allein Zeuge sein. Deswegen halten wir uns auch von Orten fern, wo sinnloses Treiben noch ein Kompliment ist. Wir halten uns von Orten fern, wo Dinge laufen, die, wenn man sie mit sinnlosem Treiben bezeichnen würde, noch ein Kompliment wäre. Wir gehen erst gar nicht dorthin. Und sollte es irgendwie mal passieren, dass wir in einer solchen Situation sind, ja, wir steigen beispielsweise aus unserem Fernzug aus und dann sind dann irgendwelche Leute am Bahnhof, die dann, ja, weiß ich nicht, Sinnloses machen, im sinnlosen Treiben versunken sind.
wir ziehen uns schnell und unauffällig auf friedliche, auf würdige Art und Weise aus der Affäre, liebe Geschwister. Und Ibn Kathir hat das auch bestätigt, hat gesagt, damit ist nicht nur gemeint, dass man selber nichts Schlechtes tut oder sagt, ja, sondern du sollst es nicht bezeugen im Sinne von, begib dich erst gar nicht in solche Situationen, damit du dann auch nicht mitverwickelt werden könntest. Subhanallah, ich habe letzten Freitag eine Einladung zum buddhistisch-muslimischen Gespräch angenommen, hier im Frankfurter Tibethaus in der Nähe vom Senckenberg-Museum, und in dem Zusammenhang habe ich mich etwas noch mehr in den Buddhismus vertieft. Und was mich beeindruckte, war, dass die 10 leiderzeugenden Taten oder die 10 Übel, ja, im Buddhismus, ich lese sie euch noch einmal vor: Töten, Stehlen, sexuelles Fehlverhalten, Habsucht, Bosheit und üble Ansichten. Ja, das waren jetzt 6 davon, und natürlich, das kennen wir. Ja, wir können das einordnen in unser Wertesystem, in unser ethisches System. Wir können Ayat zitieren und Ahadith zitieren, ja, die dies kommentieren oder ausführen, ja, was hier festgehalten ist. Aber 4 haben irgendwo direkt mit der Rede zu tun. 4 von diesen 10, nämlich das Lügen, die grobe Rede, die Verleumdung und das leichtfertige Geschwätz. Subhanallah. Ja? Und sagte nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jetzt sinngemäß verkürzt, du wirst alles erreichen, wenn du deine Zunge in Zaun hältst. Ja? Subhanallah. Ja? Wir sehen diese Parallelen. Die einen finden pragmatisch dorthin, ja? Und die anderen sehen das in der Praxis bestätigt, aber haben von Allah Ta'ala natürlich auch Wahi, auf die sie zurückkommen können. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّا وَعُمْيَانًا. Und diejenigen, wenn sie mit den Ayat ihres Herrn ermahnt werden, fallen nicht vor ihnen taub und blind nieder. Subhanallah, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich, wenn man nicht in den Koran hineintaucht, sondern wenn man nur, ja, mit der Hand in diesen riesen Ozean, wenn man das Ozean nennen darf, weil der Koran ist, subhanallah, weil Allahs Rede unbegrenzt und jeder Ozean ist begrenzt. Ja, aber wenn man allein etwas eintaucht, ja, allein an diesem Wasser riecht, ja, dann vergeht die Zeit sehr, sehr schnell, liebe Geschwister. Deswegen werde ich hier auch meine Khutba kürzen an der Stelle. Ayat von Allah sind im Koran, aber Ayat sind von Allah Ta'ala auch im Universum, und Ayat sind auch fi anfusikum, wie Allah Ta'ala sagt. Wir bekommen von Allah Zeichen. Und wenn wir diese Zeichen bekommen, sollen wir nicht die Augen verschließen oder unsere Ohren zumachen, sondern wir sollen was mit diesen Zeichen machen. Wir sollen sie umsetzen. Weil sonst haben wir unseren Herrn im besten Fall ja ignoriert. Subhanallah. Lass uns offen werden für diese Zeichen von Allah Ta'ala. Und lass sie uns umsetzen. Lass uns die Stimmen der Engel, ja, lass uns diese Stimmen wertschätzen. Und wenn sie einen etwas mitgeben, ja, zum Beispiel, mach doch mal Wudu. Soll man nicht sagen, ich habe doch Wudu. Warum soll ich nochmal machen? Ja, es ist Sunnah, nochmal Wudu zu machen. Ja, der Prophet hat auch, sallallahu alaihi wasallam, Wudu gemacht, einfach nochmal, um Wudu zu machen. Nicht, weil er es benötigte. Ja? Sodass wir sagen, ah, das ist irgendwie schön, dieser Gedanke, ich setze diesen Gedanken um. Ja, aber das ist ein Zeichen von Allah. Irgendwie kam mir dieser Gedanke. Ich möchte diesen Gedanken mit Umsetzung erwidern. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله, liebe Geschwister, ihr habt davon mitbekommen, unser 17-jähriger Bruder Mustafa ist am Dienstag an der S-Bahn-Haltestelle
im Ostend verstorben, als er einem Obdachlosen, der schwer angetrunken war, Hilfe zukommen lassen wollte. Er wollte ihn von den Gleisen wegziehen und subhanallah, Allah Ta'ala hat ihm inshallah eine Form von Märtyrertod geschenkt und die Person wurde dann auch leicht verletzt gerettet und eine andere Person, die auch zur Hilfe kam, kam auch mit schweren Verletzungen davon und wir schließen unseren Lehrer Mustafa, ja, weil er mit gutem Beispiel vorangegangen ist, natürlich in unsere Bittgebete mit ein und in unsere Liste von den wahren Helden. Ja, ist ein wahrer Held, subhanallah. Ja. Schließen wir diese geehrte Person in unseren Bittgebeten, wie gesagt, und in unsere Liste der wahren Helden mit ein. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, oh Allah, bitte schenke uns deine Vergebung. Bitte schenke uns Aufopferung. Bitte schenke uns, dass wir unser niedriges Selbst überwinden. Bitte schenke uns, ein Teil der Umma sein zu dürfen und ein aktiver Teil der Umma sein zu dürfen. Und lasse uns die besten Nachbarn und die besten Mitmenschen sein. Allahumma amin. O Allah, lasse uns Sterne auf deinem Weg sein, O Allah, an denen man sich orientieren kann. O Allah, lasse uns die helfende Hand sein, O Allah. O Allah, bitte befreie die Menschen, die gefangen sind und schenke ihnen Erleichterung, wenn sie geprüft sind. Heile die Kranken, verheirate die Unverheirateten. Schenke denen, die sich Kinder wünschen, rechtschaffene und gesegnete Kinder. Schenke den Bekriegten und Vertriebenen Frieden, O Allah. Und denen, die sich Gerechtigkeit wünschen, diese Gerechtigkeit. Schenke uns Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah. Und diesen Dienen im Praktischen, in der Umsetzung, dass wir ihn praktisch umsetzen können, O Allah. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.